Und damit herzlich willkommen zum verregneten Let's Build Fallout 4. Das Fundament steht und wir bauen uns jetzt erstmal hier weiter nach oben. Ich dachte mir, wir fangen jetzt direkt mal über dem Eingang an. Ich muss wahrscheinlich nochmal runtergehen. Und wo ist denn das Teil, was ich suche? Genau dieses hier. Ich habe übrigens die Treppe hier nochmal weggemacht. Die hat mir dann letztendlich ja so gar nicht gefallen. So, nur gucken, nicht, dass ich hier falsch mache. Machen wir das so. Und auf dieser Seite das gleiche nochmal. Dass wir hier quasi so wie so eine Art, ja, so einen kurzen, ja, Wachposten nochmal über dem Eingang haben. Den müssen wir natürlich jetzt links und rechts zumachen. Hier. Und. Na komm. Put. Mach. Hier jetzt. So. Und zu. Und zu. Dann ist das hier zu. Und dann können wir hier weiter bauen. Ich bin jetzt gerade nur am Überlegen. Mache ich hier nochmal komplett dicht? Ich glaube nicht. Und das war ein schlechter Reim. Aber ich glaube, hier drüben mache ich dann zu. Beziehungsweise lasse dann nur einen Spot offen. Nein, nicht da, ansnappen. Beziehungsweise lasse dann nur einen Spot offen, wo man nochmal so rausgehen kann. Jetzt wieder blöd. Ich hoffe, das wird einigermaßen gerade hier. Wahrscheinlich eher nicht. Warum können wir uns denn orientieren? Ich mache es einfach so. Was soll's. Und dann nehmen wir diesen hier wieder raus. Dann lassen wir da so offen. Weil dann können wir ja von hier aus noch dann einmal hier so rumbauen. Und hier machen wir dann wieder normal zu. Und ich würde sagen, hier an der Stelle machen wir dann wieder zu. Und das bildet dann, sage ich mal, das... Oder machen wir hier so an der Stelle. Und von da aus geht es dann nach oben und von hier unten aus fangen wir an rüber zu bauen auf die ganzen anderen Gebäude. Wahrscheinlich, wobei da hinten, das müssen wir abreißen, das müssen wir abreißen. Und da gucken wir einfach mal, wie das wird. Ich habe mir jetzt eigentlich bewusst noch gar nicht so viel Gedanken dazu gemacht. Bei meinem letzten Sanctuary habe ich eigentlich auch so einfach mal so drauf losgebaut. Einzige Problem, was ich jetzt wieder hier sehe, ist... das muss ich wohl dann anders machen. Oder geht das? Moment, das muss ich kurz ausprobieren. Nein, das geht sogar. Das geht. Ist gut. Kein Problem. So, welche Wände nehmen wir denn jetzt hier? Ich will nicht überall die gleichen Wände benutzen. Nehmen wir mal hier diese soliden Holzwände. Hier. Will ich hier jetzt schon? Ich weiß es nicht. Wollte ich das hier machen? Oder hier? Komm, wir machen das hier. Und hier für die Seite nehmen wir wieder
ein paar andere Wände. Es soll ja so ein bisschen so zusammengeschustert aussehen. Okay, ich setze da eine Wand hin, damit es nicht immer rumsnappt. Ich musste mal gucken. Ich dachte, es gäbe eine Mod, wo man das Snappen ausschalten kann. Das wäre nämlich gerade für solche Sachen, wenn man so Custom-Innenwände macht, echt eine große Hilfe. So, dann machen wir es wieder so. Und hier bauen wir. Nein. So. Diese Halbwände gab's die nur aus Beton? Oder gab es die auch aus Holz? Die gab es auch aus Holz. Dann mache ich doch das so. Und so, dann ist der Durchgang nicht ganz so riesig. Und hier muss ich dann trotzdem wieder irgendwo den Boden rausnehmen und ein Leiterchen machen. Ein Treppchen nach oben. Machen wir am besten direkt da. So, dann das wird dann quasi der Tower nach oben. Weiß nicht, ab irgendeinem Punkt werde ich dann auch Metallwände mal reinziehen und was weiß ich noch. Da gucken wir erst einmal. Also ich glaube, ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen hier rumscrappen. Der Baum stört. Das geht, naja, wobei das geht jetzt so. Dann ziehe ich mal direkt das Dach, beziehungsweise die nächste Ebene hier rein. Weiß nicht, ich habe jetzt eigentlich Lust, glaube ich, zuerst den Turm weiterzubauen. Weiß gar nicht, was ich alles in den Sanctuary Tower reinmache. Vielleicht gehe ich dann weiter oben auch nochmal hier weiter in die Breite. Mal gucken. Ich muss mir das einfach mal kurz jetzt bildlich von hier unten ansehen. Und stell fest, hier drüben hätte es ruhig noch eine Wand getan. Verdammter Mist. Was für ein Glück haben wir die Halbwände. Wenn sie dann auch richtig snappen würden. Okay, die nochmal weg. Snap halt einfach. Das gibt sie nicht. Snap war übrigens eine Band in den 90ern. Fällt mir gerade so ein als kleine Info. Wen es auch immer interessiert. Jetzt wisst ihr das auch. Ich glaube, hier drüben mache ich sowas hin. Komm. Ja, dann halt so. Dann etwa so. So. Und so. Das ist jetzt ultra scheiße breit und ich weiß nicht warum. Wieso ist es. Ah, deswegen. Okay, dann packe ich dich wieder ein. Dann müssen wir da leider Jottas mit einer halben arbeiten. Das war so nicht geplant.
so und so. So, das sieht jetzt wieder mega bisch. Das ist, ja. Das ist nicht so. Kriege ich das jetzt einigermaßen schön hin, so, dass dazu ist? Jetzt muss ich hier wieder die Ver Um das mal kurz bayerisch auszudrücken, Kruzifix. Na, wobei, das geht noch. Das geht noch. Alles klar. Alles easy. Nichts kaputt. Alles gut. Und da hat er noch eine. Was genau stimmt eigentlich mit mir nicht? Hm, was ist. Ah, die muss auch wieder weg. So. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht mehr wissen. So, wieder hoch. Und. Sieht es ein bisschen besser aus. Der einzige Mist. Ja, wobei da oben in dem Stock kann ich ja dann das wieder ausgleichen, wo ich da gefühlte 500 Mal ums Eck rumbauen musste. Hier an der Stelle, da machen wir ein Bütchen rein. Oder auch zwei. Jedes Bütchen anderes. Ölchen. Du gottverdammter Scheißboden. Wieso? Wieso geht er jetzt denn nicht? Da ist er. So. Ja, hier sieht es natürlich scheiße aus. Vor allem ist es eine Stolperfalle. Das kann ziemlich böse enden. Und jetzt hier oben. Wie machen wir denn jetzt hier oben weiter? Wollen wir hier schon auf Metall gehen? Nee, ich glaube Metall da. Was ist denn das eigentlich alles? Ach, das ist was anderes. Das sind so scheunenden Sachen und so. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube hier oben. Hier oben. Kann man da hier oben solche noch da wieder drüber setzen oder muss ich da erst wieder. Nein, natürlich nicht, ne? Natürlich geht das nicht. Kann ich jetzt noch keinen direkt hier dran setzen, weil. So. Aber jetzt kann ich. Weil da mache ich nämlich hier oben so einen Ausguck, Roundabout. Dingenskirchen. Das hätte ich mir alles sparen können. Oder hätte ich das nicht? Oh du Fuck, Boden. Ich hätte es einfach nicht tun sollen jetzt. Mache ich denn das jetzt? Kann ich daneben noch mal so einen dran setzen? Das geht wieder nicht. Hier wäre einfach so ein Scheiß. Ja, einmal so ein Quadrat quasi von diesen Teilen. Einfach ganz gut. So ein Zwischenstück. Das geht so nicht. Das heißt,
Müsste ich dann nochmal. Vergiss es. Konnte hier auch nicht setzen. Vergessen Sie das. Denn hier kann ich das nicht setzen. Doch. Doch. Einziges Problem, was ich jetzt habe, ist der blöde Scheiß. Okay, ich setze jetzt einfach mal hier außen rum. Das machen wir jetzt so. Wurscht. Wir? Herrschaft, das Holz, echt. Muss ich wieder shoppen gehen. Bis zum nächsten Mal. So. Wie habe ich es da gemacht? Das, was du machst. Da mache ich es jetzt genauso. Scheiß drauf. Und dann brauchen wir jetzt hier. Da machen wir. Da machen wir so ein vernageltes hin. So. Und das gleiche nochmal. Und dieses. Und so. Da machen wir dicht. Da machen wir dicht. Dicht. Machen wir dicht. Ich will doch hier dicht machen. Warum macht er nicht dicht? Das geht nicht. Dann werde ich mir einfach. Mache ich da einfach. Gibt es das? Schild, Vorsicht, Stufe? Weil ich sehe mich ganz genau da runterfallen, die ganze Zeit, immer und immer und immer und immer wieder. Was mache ich denn jetzt hin? Von außen geht's nicht. Nee, das ist der blöde Mist jetzt im Weg. Okay, wurscht. Irgendwas voll. Ah, das ist ja gar nicht die Ebene. Irgendwas fällt mir ganz bestimmt dazu ein. Ich glaube, das ist noch richtig scheiße, was ich gebaut habe. Zumindest habe ich die Befürchtung, dass. Ich muss noch eine Treppe bauen, fällt mir auch noch ein. Wird es langsam dunkel hier.
Geht das jetzt hier alles noch? Hey, das passt ja. Das passt ja unheimlich, unheimlich gut. Jetzt haben wir hier diesen schönen Rundlauf. Und irgendwie muss ich jetzt, das stört mich jetzt unheimlich. Ich muss da jetzt gucken. Kann ich das irgendwie so nahe da rankriegen, dass es geht? Nein, natürlich nicht. Wo haben wir denn diese ganzen scheiß Zäune und so drin? Sieht blöd aus, wa? Wie sieht das aus? Das ist besser als nix. Hauptsächlich voll nicht runter. Ja, das ist das. Bitte? Hauptsache ich fall nicht runter. Was ist denn das jetzt? Ist das irgendwie so eine Art unsichtbarer Dämonen? Tatsächlich. Passt. So. Aus. Ha! Tja, ausgetrickst, liebes Spiel. Nicht mit Commander. Sieht von Weitem eigentlich ganz cool aus, die Mauer. Ich muss sie dann nur noch hier entlang mal beleuchten und so. Jetzt brauchen wir mal wieder einen kleinen Gesamteindruck, so bisher. Was steht die eigentlich hier alle da, so wie besteuert nicht abgeholt? Guck mal, was der baut. Wäre voll groß. Warum stehen denn die jetzt alle so dumm? Ich kann erwarten, dass diese gottverdammte Hitze aufhört. Eine Freude, Sie wieder zu sehen, Sir. Da fehlt definitiv Licht an dem Teil. Das muss viel mehr beleuchtet werden. Ist ja noch gar nicht so hoch, ey. Muss viel, 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 viel höher werden. Das muss auf jeden Fall viel höher werden. Ich weiß noch nicht, ob ich dann vielleicht am oben dann gegen das Ende nochmal ein bisschen schmäler werde. Nice wäre es, wenn wir wirklich rund bauen könnte. Dann würde ich oben, also nicht so ein Viereck machen, sondern hätte ich oben so einen richtigen, so einen Rundgang gebaut. Wie es dann wie so ein Wachturm ganz oben aussieht. Das wäre noch nice, wenn es sowas geben würde. Aber vielleicht kommt es ja noch. Jetzt mache ich erst einmal hier unten noch ein bisschen Licht. Brauche ich mal zum einen Walllights. White Warm. Machen wir hier so jeweils neben dem Eingang einmal hin. Es wird langsam wirklich scheiße dunkel hier. So dunkel, dass ich gerade gar nicht mehr sehen kann, ob das noch einigermaßen passt. Dann baue ich einfach hier mal. So. Das bauen wir bis hier drüben hin. Sollten die zwei auch leuchten? Yes! Sieht man das ja schon ein bisschen besser und das muss noch runter. Das ist zu weit unten. Ja, ja, ja.
komm. Das muss passen. So, was habe ich denn eigentlich noch für schöne Lichter? Aber eigentlich gar nicht so viele schöne Lichter. Straßenlaternen. Die meisten Lichter waren heute im Homemaker drin. Den ich deinstalliert habe. Hätte ich eigentlich dazwischen noch einen setzen sollen hier, so ein Verteiler. Das ist jetzt wieder eine Flickschusterei hier. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier Licht. Und jetzt ziehen wir hier drin noch ein. Und ich brauche hier nochmal Licht. Moment, haben wir von dem eigentlich auch so? White cool, white warm. Yes. Dann geht das noch ein Stückchen mit hinter. Okay. Ausgeleuchtet. Was mache ich denn hier unten eigentlich rein? Könnt ihr mir ja auch in den Kommentaren schreiben. Vielleicht habt ihr Ideen. Sagt doch, hey Neo, unten, da könntest du... Puff, keine Ahnung, reinmachen. Irgendwas. Boah, es ist dunkel hier draußen. Auf jeden Fall weiß ich, dass irgendwo am Turm aus den Lichtkacheln eine Schrift ran muss. Ich sollte den eigentlich draußen noch mehr beleuchten hier. Oh, vielleicht ein bisschen mit Scheinwerfern noch. Vielleicht so ein bisschen ein bläuliches Licht noch mit dran. Ich mag ja immer so Lichtsachen. Was ich noch gern hätte Fahrradkette. Dass man die Scheinwerfer noch verstellen könnte. Das wäre nice. Aber so. So ist es jetzt ein bisschen lahm. Jetzt müsste weiter hinter. Wie weit geht denn der? Und hier unten ist es blöd. Vielleicht müssen wir da vorne irgendwie noch, keine Ahnung, irgendeine erhöhte Position oder sowas bauen, um das zu tun. Ich hätte gern mehr solche Scheinwerfer. Das stört mich jetzt gerade, dass es so nicht geht. Oh, wie schön die Schatten mitnehmen, oder? Ist mir noch nie aufgefallen. Guck mal, brauchen die keinen Strom, die Teile? Kommt, das finde ich aber jetzt trotzdem irgendwie schon ein bisschen geil. Jetzt so blau noch beleuchtet dazu. Mit Licht werde ich auf jeden Fall sehr viel machen. Das weiß ich. Ich mag das. Ich mag Licht. Ich glaube, das könnte schon cool werden, was wir hier bauen. Warte mal, wie sieht der denn aus? Hallo? Ja, dann würde ich einfach mal sagen,
Soll es das für diese Folge mal wieder gewesen sein? Ein bisschen weitergekommen sind wir ja. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Build in Fallout 4. Bis dann!